Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich kann an nichts anderes denken als an Raoul. Er ist der tollste Mensch überhaupt. Und der Tag, den ich mit ihm verbracht habe, der war einer der schönsten Tage meines Lebens. Wobei, ich wünschte, wir hätten besser aufgepasst. Irgendwie fühle ich mich nicht so gut. Könnte es sein, bin ich vielleicht schon wieder schwanger? Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der 9. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Der letzte Part war ja sehr ereignisreich. Also Emma hatte ihr erstes Date mit Raoul und die beiden sind sich auch gleich ein wenig näher gekommen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich den Part direkt nach dem letzten Video aufnehme. Ich bin unglaublich ungeduldig und ich möchte sofort wissen, ob Emma schwanger ist oder nicht. Deshalb spanne ich euch und mich jetzt nicht länger auf die Folter und wir starten gleich in den Part hinein. Und hier sind wir schon wieder. Hier haben wir unsere liebe Emma. Sie ist wirklich gerade erst vom Date mit Raoul nach Hause gekommen. Also es ist noch immer Samstag mitten in der Nacht und sie fühlt sich noch immer sehr kokett. Also sie hat hier die Stimmung ein erregendes Geplänkel, heiß und süß und dann noch aufs Flirten eingestellt. Also man sieht, sie hatte wirklich sehr viel Spaß. Und sie mag Raoul wirklich sehr, sehr gerne. Sie wünscht sich eben auch, eine feste Beziehung einzugehen. Und ich habe darüber nachgedacht, ich glaube, wenn sie jetzt tatsächlich schwanger von ihm ist, dann werden die beiden vielleicht sogar für eine Weile zusammen sein. Ich glaube, dass das gut zu den beiden passt. Und immerhin ist Emma noch immer eine Teenagerin. Das heißt, sie hat noch alle Zeit der Welt, ganz viele Kinder zu bekommen. Aber gut, sie wird jetzt mal auf die Toilette gehen. Den Schwangerschaftstest machen wir natürlich erst am nächsten Tag in der Früh. Weil zuerst müssen wir uns jetzt mal um ihre Bedürfnisse kümmern. Dann werden wir hier Reste nehmen und dann geht sie schlafen. Und da es kurz vor 1 Uhr früh ist, schicke ich auch die Kinder nochmal ins Bett. Daisy ist überhaupt nicht mehr müde. Ivy zumindest ein bisschen und Violet auch ein bisschen. Sehr gut, dann geht schlafen, solange ihr noch schlafen könnt. Und Daisy muss sich dann wohl sehr bald selbst beschäftigen. Es sieht in diesem Haus übrigens schon wieder schrecklich aus. Also alles ist voller Kunstwerke der Kids. Hier wollte auch jemand zu kochen beginnen. Keine Ahnung, was da wieder passiert ist, aber was soll man sich mit Drillingen schon erwarten? Der Liebestag war erfolgreich. Der Feiertag Liebestag war fantastisch. Emma hatte eine wunderbare Zeit und konnte alles tun, was sie geplant hatte. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Okay, und Daisy ist jetzt schon aufgewacht. Kann sie schon selbst auf die Toilette? Nein. Okay, sehr, sehr schade. Aber sie macht ohnehin die ganze Zeit in die Windel. Ja, dann spiel einfach mal hier mit diesem Spielzeug. Deine Mutter schläft leider und kann sich gerade nicht um dich kümmern. Ich schaue mal schnell in den Kalender, was in nächster Zeit so ansteht. Okay, Emma hätte sogar heute Geburtstag, also sie wäre heute zu jungen Erwachsenen geworden, was natürlich nicht passiert, da sie jetzt schwanger ist. Und die Drillinge haben am Montag Geburtstag. Ich habe letztens ja schon angekündigt, dass ich unbedingt so bald wie möglich möchte, dass die Drillinge zu Teenagern heranwachsen, damit wir das neue Pack testen können. Und deshalb glaube ich, ich werde die Alterung jetzt umstellen. Und zwar werde ich die Alterung auf kurz einstellen. Ich weiß, eigentlich ist es Teil der Regel, dass wir die Sims-Lebensdauer auf normal haben. Aber ich mache mir gern meine eigenen Regeln und deshalb stelle ich sie jetzt auf kurz. Wenn ihr das ganz kacke findet, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Dann können wir das später natürlich wieder ändern. Aber wie gesagt, das Highschool-Pack kommt bald heraus, also wir haben etwas Stress. Gut, dann schaue ich jetzt nochmal in den Kalender. Okay, also Emma hätte noch immer heute Geburtstag, aber die Drillinge... Die haben jetzt morgen Geburtstag. Das ist tatsächlich sehr, sehr bald. Ein wenig zu bald sogar. Das heißt, wir müssen jede Menge Geld verdienen. Aber okay, dann steht Emma jetzt am besten gleich mal auf und macht etwas zum Frühstück. Wobei nein, wir haben ja tatsächlich noch etwas zu essen. Wie viele Portionen sind da noch da? Eine übrig. Okay, das ist zu wenig. Dann werden wir erst das verdorbene Essen aussortieren und dann werden wir ein Frühstück machen. Und zwar werden wir einfach mal Pudding zum Frühstück zubereiten. Warum nicht? Und zwar eine große Familiengröße. Die Kinder haben nämlich alle schon sehr, sehr viel Hunger. Also die brauchen auf jeden Fall schnell etwas zu essen. Vielleicht sollten wir zuerst kochen und dann aufräumen. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Aber gut, dann sieht unser Plan jetzt so aus, dass Emma eben jetzt das Frühstück zubereitet, sich ein wenig um die Kinder, um den Haushalt und um den Hof kümmert. Und dann werden wir den Schwangerschaftstest machen. Keine Sorge, ich habe das natürlich nicht vergessen, aber ich möchte eben nichts überstürzen. Gut, dann rufen wir eben mal alle zum Essen und Emma kann eigentlich auch mitessen. Wo hat Daisy ihr Essen her?
Hoffe, das ist nicht verdorben. Okay. Anscheinend hatte sie noch Essen im Inventar. Ja, wenn sie möchte, kann sie das natürlich gerne essen. Das hat sie irgendwie gar nicht so richtig satt gemacht. Dann muss sie wohl noch etwas essen. Und dann müssen Ivy und Violet noch gebadet werden. Ivy möchte aber noch was essen. Dann beginnen wir am besten damit, Violet zu baden. Und zwar baden wir jetzt die kleine Violet und dann baden wir die kleine Ivy. Emma ist gerade dabei, Ivy zu baden, während Gabriel uns schreibt. Gabriel Walter fragt sich, ob ich zu ihm rüberkommen und abhängen möchte. Und er lädt uns zu seiner Wohnung nach San Myshuno ein. Ich weiß jetzt nicht ganz, wie ich das interpretieren soll. Also, ob er möchte, dass Emma alleine kommt oder dass sie die Drillinge mitnimmt. Irgendwie finde ich das ein bisschen seltsam. Was ist denn eure Meinung dazu? Aber auf jeden Fall werde ich da jetzt mal Nein sagen. Immerhin hat Emma jede Menge zu tun. Und er hätte auch einfach vorbeikommen können und uns vielleicht bei den Kindern helfen. Ja, Gabriel ist eben ein Fall für sich. Die Kinder sind jetzt gebadet und bevor sich Emma um den Rest kümmert, werde ich jetzt einfach Scarlett und Haru einladen. Einfach nur, weil ich hoffe, dass sie sich in der Zwischenzeit ein wenig um die Kinder kümmern werden. Ich meine, das funktioniert ihr leider nie ganz so gut, aber vielleicht helfen sie wenigstens ein wenig. Okay, Scarlett ist da. Della Brown. Warum kommt uns einfach ein Kind besuchen? Warum geht nicht einfach mal die kleine Daisy raus und freundet sich mit Stella an? Wir können sie lieb haben. Können wir sonst noch irgendetwas machen? Okay, wir können ihr Spielzeug zeigen. Gut, dann machen wir das jetzt einfach mal. Wenn ich mich richtig erinnere, wurde Stella nämlich von jemandem von euch erstellt. Und deshalb möchte ich sie natürlich ins Let's Play einbringen, wenn sie zumindest schon vor der Tür steht. Wer ruft uns jetzt schon wieder an? Raoul. Hey Emma, ich bin's Raoul. Wie wär's mit einer Verabredung? Wir waren jetzt leider zu spät dran, aber ich hätte ohnehin Nein gesagt. Emma hat jede Menge zu tun und da passt eine Verabredung leider überhaupt nicht rein. Oh, Daisy scheint sich sehr gut mit Stella zu verstehen. Das finde ich sehr, sehr süß. Was macht dieses Kind? Jetzt versammeln sich alle im Badezimmer. Okay, wenn ihr das möchtet. In diesem Haus sieht es wirklich immer schrecklich aus. Ich meine, ich helfe Emma zwar so gut ich kann, aber ich kann leider nicht alles für sie erledigen. Der Markt von Finchwick hat begonnen. Gewinne großartige Preise, indem du an Wettbewerben teilnimmst. Okay, was genau findet denn heute statt? Ein Gartenwettbewerb? Je seltener, desto besser. Reiche deine gesündeste, glücklichste Pflanze bei diesem Wettbewerb ein. Einzigartige Dinge kaufen. Kuchenwettbewerb. Bänder gewinnen. Dann werden wir jetzt schnell einen Kuchen backen. Vielleicht gewinnen wir den ja. Und zwar backen wir eine Schokotorte. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Wie geht es den Kindern? Okay, denen geht es grundsätzlich gut. Aber mir kam vor, irgendwer von ihnen stinkt schon wieder. Okay, keine Ahnung, wer das war. Jetzt stinkt auf jeden Fall keiner mehr. Oh, Stella ist anscheinend doch lieb. Nein, doch nicht. Was war das? Sie hat schmutziges Geschirr aus dem Kühlschrank genommen und auf unseren Tisch gestellt. Ja, okay. Sie hat es zumindest versucht. Okay, Scarlett geht jetzt nach Hause. Emma hat jetzt Level 2 der Backfähigkeit erreicht. Übrigens seid ihr auch dafür, dass wir das als ein Ziel in die Challenge mit aufnehmen. Also, dass sie die Backfähigkeit maximieren muss. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Okay, Stella ist jetzt auch wieder gegangen. Warum schlafen die Kids eigentlich schon wieder? Ihr solltet eher nicht schlafen. Sonst könnt ihr in der Nacht wieder nicht schlafen. Spielt besser mit irgendwelchen Dingen. Der Kuchen ist fertig. Ich hoffe, dass der Markt überhaupt noch stattfindet. Und jetzt werden wir dorthin reisen. Und ich glaube, ich nehme jetzt auch mal die drei Kinder mit. Also einfach, dass sie mal die Stadt sehen. Weil wenn man bedenkt, dass sie im nächsten Part schon zu Kindern werden und in die Schule gehen, dann sind sie jetzt ja so 5 oder so. Das heißt, ich glaube, da kann man sie schon mal mit ins Dorf nehmen. Okay, dann kommen die drei jetzt mit und ich hoffe, dass der Kuchenwettbewerb noch stattfindet. Ich weiß, ich hätte eigentlich gleich die Blumen und alles ernten können, aber es ist schon so spät. Okay, Daisy kann dieses Grundstück nicht besuchen. Oh. Okay, die Kids konnten leider nicht mitkommen. Das hatte ich natürlich nicht bedacht. Wo findet jetzt dieser Kuchenwettbewerb statt? Ah, hier. Okay. Nein, hier ist das Gemüse und hier ist der Kuchen. Hä? Sie hat doch einen Kuchen in ihrem Inventar. Ist eine Torte kein Kuchen? Ich bin verwirrt. Ich warte mal ganz kurz ab. Vielleicht ist das nur ein kurzer Bug. In der Zwischenzeit kann Emma mal auf die Toilette gehen. Das wird nämlich schon etwas knapp. Und dann müssen wir etwas essen, aber wir haben leider nichts mit. Okay, irgendeine Lilie war nicht genug. Wieso ist eine Schokotorte kein Kuchen? Kann mir das irgendjemand erklären? Das gibt doch überhaupt keinen Sinn, oder? Oder hat sie sie angegessen?
Das könnte natürlich sein. Haben wir da irgendwo einen Tisch? Ich würde mir das gerne näher ansehen. Nein, ist nicht angegessen. Ist eine Schokotorte von ausgezeichneter Qualität und wir können sie nicht einreichen. Oder muss es im Haushaltsinventar sein? Nein, in ihrem Inventar. Okay, das nervt mich jetzt, dann gehen wir wieder nach Hause und sagt mir bitte, was ich falsch gemacht habe. Ich habe nämlich ehrlich gesagt absolut keine Ahnung. Aber ansonsten behalte ich die Torte jetzt einfach mal auf, weil wenn die Drillinge eben morgen Geburtstag haben, dann haben wir gleich eine Torte. Das ist doch auch ein Vorteil. Gut, dann sind wir nach diesem unerfolgreichen Ausflug wieder zu Hause. Emma wird jetzt schnell Reste nehmen und eigentlich sollte sie schlafen. Aber das werde ich jetzt nicht machen, sondern wir werden jetzt endlich den Schwangerschaftstest machen. Ich habe die Vermutung, dass sie schwanger ist, einfach weil die Bedürfnisse sehr schnell runtergehen. Also wirklich, wirklich schnell. Das war, kommt mir vor im letzten Video noch nicht so. Und das ist ja immer ein Indiz dafür, dass sie schwanger ist. Aber kann natürlich auch absoluter Blödsinn sein. Okay, wir können voll viele Pflanzen weiterentwickeln. Dann werde ich die alle mal weiterentwickeln. Die können wir auch weiterentwickeln. Wir müssen uns dann wirklich dringend um den Garten kümmern. Wir können auch schon so viel ernten. Dann müssen wir morgen früh auf jeden Fall noch zum Markt schauen. Weil wir brauchen ja jede Menge Geld. Weil wenn die Kids jetzt zu Kindern werden, dann brauchen sie ja wieder neue Sachen. Und ja, das kostet sehr viel Geld. Emma macht jetzt den Schwangerschaftstest. Ich bin sehr gespannt. Für zwei Essen. Emma ist schwanger. Okay, ich weiß nicht, ob sie sich freut oder nicht. Sie findet es heraus und dann muss sie sich fast übergeben. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Aber okay, Kids, geht es euch gut? Euch geht es mittelgut. Okay, dann werden wir jetzt einmal Daisy baden. Emma, du kannst leider noch nicht schlafen gehen. Du wirst jetzt einmal Daisy baden. Der Geburtstag der Kleinen naht und Ivy stinkt schon wieder. Warum stinken sie immer? Ah, perfekt. Aber ihr Vater ist da. Ivy, jetzt gehst du zu deinem Opa und sagst zu ihm, Hilfe, jetzt Windel. Funktioniert das? Und schon wieder glitschen zwei verschiedene Füchse hier. Was hat das mit den Füchsen auf sich? Ich habe keine Ahnung. Okay, gut. Und Emma muss jetzt leider wieder aufstehen, denn wir haben zu tun. Wir haben uns schon sehr lange nicht mehr um die Hühner gekümmert. Wir müssen die Eier einsammeln. Wir müssen den Stall säubern. Und wir müssen Futter verstreuen. Ich freue mich übrigens schon sehr darauf, wenn die Kids dann morgen zu Kindern werden, weil dann können sie hier ja auch mithelfen. Und, machst du das? Hat das geklappt? Naja, zwei normale Eier, okay. Und einen Mega-Vitaldünger haben wir bekommen. Klingt's jetzt nicht mehr? Okay, perfekt, es hat voll gut funktioniert. Gut, Violet, dann kannst du hingehen und sagen, du möchtest bitte etwas zu essen. Nein, kannst du nicht, okay. Ja gut, dann musst du einfach etwas aus dem Kühlschrank nehmen. Wir haben nichts mehr. Okay, dann muss Emma danach noch schnell etwas kochen. Wir haben schon wieder beinahe 12 Uhr. Was ist hier passiert? Oh nein, okay, die Jahreszeit hat sich geändert. Und wir haben jetzt Sommer und deshalb sind viele unserer Pflanzen jetzt gestorben. Das ist natürlich nicht gut, aber dann kann Emma zumindest jetzt baden und schlafen gehen. Und ich gebe dabei alle Pflanzen in ihr Inventar. Ein neuer Tag und dieser beginnt diesmal ganz, ganz früh. Und zwar ist es erst 5:30 Uhr morgens. Aber Emma ist schon aufgestanden, denn es gibt wieder mal jede Menge zu tun. Gut, wir werden gleich Frühstück servieren. Und zwar machen wir einfach Rührei mit Speck. Und zwar eine Familiengrüße. Denn wie ich unsere Kinder kenne, werden sie auch bald aufwachen. Ja, und sie haben schon alle sehr, sehr viel Hunger. Übrigens bin ich dem MC Command Center Mod sehr, sehr dankbar. Da kann man nämlich einstellen, dass sich Kinder um Kleinkinder kümmern können. Und das werde ich auf jeden Fall einstellen. Es brennt. Oh mein Gott, es brennt. Oh, 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 oh. Ich habe schon sehr lange nicht gespeichert. Emma, bitte sag mir, du stirbst nicht. Wow. Das war gerade wirklich notwendig. Und wir haben nicht mal Geld, um es zu ersetzen. Können wir wenigstens das ersetzen? Okay. Gut, Emma, dann wirst du jetzt frühstücken. Und eigentlich wollte ich dich ganz viele Sachen einmachen lassen. Was tust du? Feuer. Das Feuer ist vorbei. Unsere Kinder sind aufgestanden. Alles ist voller Panik. Ruf sie jetzt einfach zum Essen. Und dann müssen wir vermutlich direkt zum Markt. Auch wenn ich noch Sachen einmachen wollte. Aber das geht sich leider nicht aus. Wobei, nein, ich verkaufe hier das Tuning-Teil. Und einfach den Mega-Vital-Dünger. Auch wenn ich weiß, wir können ihn noch brauchen. Und das Leckerchen verkaufe ich jetzt einfach auch. Und dann können wir es nämlich ersetzen. Sehr, sehr gut.
Weil dann können wir eben die ganzen Dinge einmachen und sie dann am Markt verkaufen. Also, wir machen einen Schokoladensirup, wir machen eingemachten Kopfsalat, wir machen eingemachten Kürbis und dann machen wir noch, okay, mehr können wir nicht machen, aber weil wir keine Eier mehr haben. Aber wir können doch sicher Eier einsammeln. Sehr, sehr gut. Dann können wir nämlich noch mehr zubereiten. Daisy, warum isst du nicht, wenn du so Hunger hast? Okay, sie isst eh. Den anderen geht es ganz okay. Sie stinken nur ein bisschen, aber das ist schon okay. Und eine Geburtstagsfeier bekommen die Kids natürlich auch. Das habe ich auf keinen Fall vergessen. Aber ich glaube, das wird sich erst im nächsten Part ausgehen. In diesem Part sind wir wieder sehr am Hustlen, damit wir jede Menge Geld verdienen. Ja, ich weiß, dass auch Violet Geburtstag hat. Mir ist bewusst, dass die Drillinge am gleichen Tag Geburtstag haben. Liebesspiel, das weiß ich. Und unsere Kinder stinken schon wieder. Okay, mit wem kämpft unser Huhn? Was passiert hier? Nein! Hat dieser Fuchs gerade unsere beiden Hühner gegessen? Nein, er hat unseren Hahn gegessen. Und dabei hatte er noch nicht mal einen Namen. Sie ist jetzt auch sehr traurig, weil sie gefährliche Wildtiere beobachtet hat. Oh nein, hör auf. Oh nein, haben wir zumindest ein Brutei bekommen? Nein, haben wir natürlich nicht. Okay, das heißt, wir müssen uns wieder einen neuen Hahn kaufen. Und ihr hattet ganz sicher schon ganz tolle Namensvorschläge und jetzt ist er weg. Ah, ich bin traurig. Und warum war kein Sensenmann da? Sollte da nicht eigentlich ein Sensenmann kommen? Hier wächst schon etwas. Der würzige Pilz ist tatsächlich schon gewachsen. Irgendwie sieht das sehr nach Fliegenpilz aus. Also es sieht nicht so aus, als sollte man es essen. Aber okay. Und wir können wieder alles weiterentwickeln. Eigentlich ist sie eine wirklich, wirklich gute Gärtnerin. Das finde ich sehr, sehr cool. Und ja. Dann ernten wir hier eben alles und können alles weiterentwickeln. Und das müssen wir dann auch noch jäten. Ah nein, gegen Käfer einsprühen. Das müssen wir. Ein Tomatenstrauch. Okay. Was wächst hier noch? Ein Paprikastrauch. Sehr gut. Wie geht es den Kids? Die stinken vermutlich alle mittlerweile. Okay. Nein, noch immer nur Ivy und Violet. Und sie sind auch sehr, sehr traurig. Es tut mir leid, Kids. Ihr geht wirklich total unter. Aber Emma hat eben so viel zu tun. Daisy, wo läufst du jetzt hin? Du läufst nicht weg, oder? Sie möchte sich, glaube ich, am Fuchs rächen. Also sie möchte sich mit dem Fuchs anlegen, der unseren Hahn getötet hat. Oder was macht sie in Wirklichkeit? Herumlaufen. Okay. Das ist da schon ein bisschen gefährlich da mit den Klippen. Daisy, das möchte ich nicht. Geh lieber wieder nach Hause. Oh, und Scarlett ist da. Perfekt. Dann frag gleich mal, ob sie dich badet. Geht das? Nein. Doch, Hilfe. Um Bad bitten. Sehr gut. Emma, wie sieht es bei dir aus? Also, ihre Eltern kommen wirklich immer zur perfekten Zeit. Das finde ich super. Weil wir müssen uns dann jetzt gleich auf den Weg zum Markt machen. Hey, da ist schon wieder der Fuchs. Nein. Er will jetzt auch noch unser anderes Huhn umbringen. Okay. Jetzt red mit ihm. Sie haben Bekanntschaft gemacht. Ich glaube, ich hätte das abschließen müssen, oder? Abschließen für alle Tiere. Okay. Ich glaube, dann sollten sie nicht reinkommen. Ich hoffe zumindest. Aber okay, auf ein neues machen wir uns jetzt auf dem Weg zum Markt. Und wir reisen wieder zum Hanford-Restaurant. Und ich glaube, wir nehmen Raoul mit, weil mit ihm müssen wir uns so und so noch unterhalten. Also, wir müssen ihm ja erzählen, dass wir ein Kind von ihm bekommen. Das wird auch ein sehr spannendes Gespräch werden, aber vorher müssen wir eben noch bei Kim vorbeischauen und die ganzen Sachen verkaufen. Und hier sind wir. Oh, sie ist so traurig. Okay, wir werden jetzt aber ganz normal einmal mit ihm reden. Und zwar werden wir einfach von der Gartenarbeit schwärmen und erzählen, was wir heute alles gemacht haben und schon geschafft haben und warum wir eben nicht auf ein Date mit ihm gehen können. Dann werden wir die Bewunderung ausdrücken. Dann werden wir ihm eine fesselnde Geschichte erzählen und einfach erzählen, dass die Kids ja heute Geburtstag haben. Und dann machen wir ihm ein düsteres Kompliment, weil mehr können wir leider nicht, weil sie so traurig ist. Aber gut, dann werden wir diesmal nicht mit Kim handeln, sondern werden gleich die Objekte verkaufen, weil das Handeln funktioniert sowieso nie und ich möchte nicht, dass sie sich noch schlechter fühlt. Gut, wir verkaufen eingemachten Kopfsalat, eingemachten Kürbis.
Dann noch Schokoladensirup und würziger Pilz. Hä? Hatte sie nicht auch voll viele Blumen in ihrem Inventar? Hey, wo sind die schon wieder hin? Aber okay, zumindest 303 Simoleons. Hä? Die Blumen sind einfach weg. Was geht schon wieder mit meinem Spiel ab? Ich habe keine Ahnung. Aber gut. Dann werden wir uns jetzt Raoul widmen. Wir sind eh schon in einer Gruppe. Dann hätte ich gesagt, wir setzen uns irgendwo weiter abseits hin, damit uns niemand nerven kann. Hier hinten, das ist doch eine schöne verlassene Bank. Und dann werden wir uns hier mit ihm gemeinsam hinsetzen. So, hier sitzen die beiden jetzt gemeinsam. Und wir werden ihm einfach mal ein Kompliment über sein Outfit machen. Einfach mal sagen, hey, du siehst heute wirklich total gut aus. Dann werden wir ein wenig mit ihm flirten. Und dann werden wir ihn küssen und einfach sagen, wie wichtig er uns ist und dass wir ihn so unglaublich gern haben und er ein ganz besonderer Mensch für uns ist. Ich weiß, es ist zwischen den beiden wirklich, wirklich schnell gegangen, aber sie haben sich eben von Anfang an super gut verstanden. Und dann werden wir jetzt nicht weglaufen, liebe Menschen. Ach so, sie knutschen nur. Okay. Dann werden wir ihm jetzt die große Neuigkeit verkünden. Und zwar werden wir ihm die große Neuigkeit erzählen. Oh nein, er möchte keine Kinder. Wie? Möchte er wirklich keine Kinder? Wie kann man darüber nicht glücklich sein, wegen Schwangerschaftsverkündung? Emmas Partner hat schlecht auf die Verkündung von Emmas Schwangerschaft reagiert. Es ist furchtbar. Emma ist so glücklich über das Baby, aber ihr Partner will das Baby nicht. Okay, damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Also ich habe ja eigentlich noch gesagt, ich möchte, dass die beiden zusammen sind, aber das geht, finde ich, gerade überhaupt nicht. Deshalb werden wir ihm jetzt die kalte Schulter zeigen. Und gibt es hier unter diesem Mod noch irgendetwas? Wir werden ihm sagen, dass er natürlich der Vater vom Kind ist, falls er das nicht schon verstanden hat. Wer weiß, vielleicht ist er ja doch nicht der Hellste. Und dann werden wir versuchen, ihn zu beruhigen. Weil Emma kann natürlich verstehen, dass das eine Herausforderung für ihn ist. Immerhin hat sie schon einmal Kinder im Teenageralter bekommen. Wobei er ist mittlerweile sogar schon ein junger Erwachsener. Okay, sie verstehen sich wirklich nicht mehr gut. Sie ist jetzt auch sehr angespannt. Wow. Okay, also vielleicht ist er doch ein Arsch. Okay. Sie wird ihn jetzt noch einmal anbrüllen, weil ich finde, das geht einfach gar nicht. Die hat schon genug zu tun und sie macht sich selbst genug Sorgen und er reagiert einfach so schlecht drauf. Das ist überhaupt nicht okay. Also deshalb mault sie ihn jetzt noch ein wenig an, sagt ihm, dass er stinkt, glaube ich zumindest. Da war ein stinkender Schuh und dann hauen wir einfach ab. Soll er doch bleiben, wo er will. Da war sogar Gabriel netter zu ihr. Nein, wir nehmen ihn natürlich nicht mit. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr jetzt von dieser Aktion gehalten habt. Ich hatte echt eine hohe Meinung von Raoul, aber jetzt finde ich ihn echt, echt kacke. Also vielleicht hat er sie echt nur ausgenutzt. Keine Ahnung. Sagt mir gerne Bescheid, was ihr davon haltet. Gut, wir sind wieder da. Und hier sind schon wieder zwei nervige Füchse. Bin so genervt. Ich hoffe, die essen nicht noch mein letztes Huhn. Okay, Scarlett ist noch immer da. Das ist sehr, sehr schön. Wir müssen auf jeden Fall die Toilette reparieren, bevor wir sie verwenden können. Das ist nicht gut, denn sie pinkelt sich schon fast an. Aber gut, wir sind jetzt wieder zu Hause und es gibt drei wesentliche Dinge, die ich von euch brauche. Erstens Namensvorschläge. Emma ist ja schon wieder schwanger und wir wissen noch nicht, was sie erwartet. Also bitte Namensvorschläge in die Kommentare. Zweitens, bitte sagt mir, was ich bei diesem Kuchenwettbewerb falsch gemacht habe. Ich habe absolut keine Ahnung, wie das sonst funktionieren soll. Und drittens, was zum Teufel war mit Raoul los? Also schreibt mir in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr ihn ja ein wenig besser verstehen als ich. Ja, auf jeden Fall, ich beende den Part an dieser Stelle jetzt und im nächsten Part werden wir auf jeden Fall mit den Kindern Geburtstag feiern. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja sogar schon zum Ultraschall. Und wie gesagt, war es das jetzt auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Kommentar, über jedes Abo und über jedes Like. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!